Ich bin heute in Berlin bei einer Demonstration der Gastronomen gegen die Mehrwertsteuererhöhung auf 19%, die im Januar anfällt. Der Mehrwertsteuersatz für Speisen wurde in Restaurants von 19 auf 7% abgesenkt als Konjunkturmaßnahme. Ab Januar fällt wieder der volle Satz an. Ich habe mich mit dem Gastroflüsterer Kemal Üres unterhalten können. Die Mehrwertsteuer darf nicht auf 19 erhöht werden. Das würde den Untergang und die Schließung für viele kleine Betriebe, für die Vielfalt eben bedeuten. Und deswegen sind hier viele Fürsprecher aus der Branche, Foodservice, Verbände da, um nochmal von den uns nochmal laut zu machen, friedlich laut zu werden und den Politikern zu sagen, hey, bitte vergesst uns nicht. Wir sind das Wohnzimmer, wir bringen so viel Leben in die Städte, in die Straßen, die bunte Vielfalt. Und die gilt es jetzt zu schützen, denn die Großen werden es irgendwie schaffen, die werden es auch weitergeben, die haben einen ganz anderen Hebel. Aber die Kleinen, die ihre Existenz über Jahrzehnte aufgebaut haben, die müssen jetzt gesehen und gehört werden und für die sind wir heute da. Der Gastronom muss es also am Ende weitergeben, wir haben keine Reserven, viele bringen jetzt schon Geld mit. Und es ist so gewesen, dass wir während oder nach der Corona-Zeit 30% ungefähr im Schnitt die Preise erhöhen mussten, weil es eben eine Inflation auch wie bei allen gab. Und der Gast, der früher 6-8 Mal gekommen ist, der kommt heute nur noch 4 Mal. Und wenn er jetzt nur noch 3 Mal oder 2 Mal kommt, weil die Preise nochmal 12% steigen, dann kippt das. Und das wollen wir nicht. Wie überlebt die Gastronomie das überhaupt? Ja, also ich kann Ihnen so sagen, ich habe eine Individualgastronomie unter anderem seit 25 Jahren und ich habe bis jetzt in diesem Jahr 80.000 Euro mitgebracht für einen gut laufenden Laden. Weil die Personalkosten exorbitant gestiegen sind, weil unsere Mitarbeiter auch eine Inflation haben. Und da sind keine Reserven mehr da. Wir sind auch 10% immer noch inflationsbereinigt vor Corona-Niveau. Jetzt können Sie sich das ausrechnen. Also man arbeitet, man tut alles, um seine Existenz noch aufrechtzuerhalten. Aber wenn man nur noch tut und am Ende noch Geld mitbringt, dann kann da irgendwas in der Wertschöpfungskette, in der Nachhaltigkeit nicht stimmen. Und bevor die Menschen dann sagen, wenn jetzt 19% kommen, ich habe gar keine Lust mehr, ich schaffe das nicht mehr, und die Straßen vereinsamen und damit, das ist ja auch ein Problem für den Handel. Ja? Wenn die Gastronomie schließt, dann betrifft das auch die Peripherie. Und das wäre ein trauriges Bild für Deutschland, das wollen wir nicht. In der Corona-Krise hat die Gastronomie doch sehr viel Unterstützung bekommen. Wo ist denn das Geld hin? Die fixen Kosten sind ja weitergelaufen. Dafür ist vieles verbraucht worden, aber auch Darlehen, andere Themen, die weitergelaufen sind, da kam ja nichts rein. Vieles ist dafür verbraucht worden, um seinen Lebensunterhalt auch zu bestreiten, weil nichts reinkam. Und jetzt kommen natürlich die ganzen Prüfungen. Ja, viele Gastronomen waren auch vielleicht hier oder da kreativ. Und die Darlehen müssen zurückbezahlt werden. Und das Ganze geballt mit den 19%. Die Maut ist erhöht worden. Jetzt kommt noch CO2 zum Jahresanfang. Was soll ich sagen? Es ist schwierig. Kann man sagen, die Gastronomie erstickt an den Steuern? An den Steuern würde ich nicht sagen, an vielen Problemen. Aber am Ende ist es halt so, du gibst was rein, du gibst deine Lebenszeit rein, du gibst Energie rein und am Ende bringst du Geld mit. Das ist das Bild der Kleinen und wir brauchen den Mittelstand, wir brauchen die Kleinen und die werden am Ende wie immer, wie so oft, die Verlierenden sein und das wollen wir nicht. Weil ich halt auch als Gastronom weiß, was dahinter an Lebenszeit steckt, um sowas aufzubauen. Das kann ganz schnell jetzt weg sein. Während der Corona-Krise haben wir über 30.000 Betriebe verloren. Ich persönlich glaube, der DEHOGA sagt, 12.000 wird es erwischen, wenn die 19% kommen. Ich glaube, es werden fast doppelt so viele sein. Und hier nochmal an der Stelle vielleicht nochmal gesagt, man rechnet immer so schön, was dem Staat verloren geht an Steuereinnahmen. Das sind 3,2 Milliarden. Ich sage, ein Laden, eine Gastronomie, ein Café, das zu hat, zahlt gar keine Steuern mehr. Und das sollte man mal gegenrechnen.